Hallo ihr Lieben, Portaltagsorakel für Kalender, Kalender, den 29.8. Diesmal dachte ich, wir horchen mal wieder über das Angels Message Board. Welche Themenbereiche denn jetzt an diesem Portaltag besonders angesprochen werden wollen? Betroffen sind, ja, in welchen Bereichen wir unsere Aufmerksamkeit widmen dürfen, können, sollen, ja. Ich habe für den Portaltag wieder eine Überschrift gezogen und, ja, Findus, nicht die Kamera, die Überschrift habe ich von Lemurien erbeten und weil ich ja weiß, ne, viele gucken wegen Partnerschaft, habe ich auch noch eine Überschrift von den Engeln der Liebe erbeten. Ne? Passt ja zum Angels Message Board. Und die einzelnen Themenbereiche habe ich mit den Kipperkarten abgefragt. Ja? Und dann fangen wir mal mit der Überschrift an. Und da sagt uns Lemurien zu diesem Portaltag: Dankbarkeit für alles, was ist. Da spüre ich jetzt so die Ruhe aus dem Vollmond-Orakel, ne? Die Ruhe und Erholung. Und Dankbarkeit für alles, was ist. August-Orakel war für die letzte Woche auch angekündigt, ne? Ja, genau das. Dankbarkeit für alles, was ist. An Anasha heißt Danke. Ja, bedeutet dankbar. Danke kann man, glaube ich, besser sagen. Aufgeschlossenheit, Feinfühligkeit, Selbstliebe. An Anasha, Dankbarkeit für alles, was ist. Ne? Seele und Herz öffnen, Eigenverantwortung übernehmen, erkennen, dass unsere Schattenthemen dem Wachstum unserer Seele dienen. Ja? Und durch die Übernahme der Eigenverantwortung und das Erkennen der Zusammenhänge auch Dankbarkeit fühlen zu können, ja. Sehr schön. Gucken wir mal, was die Engel der Liebe dazu noch sagen wollen. Bringe deine Liebe zum Ausdruck. Vor allem dir selbst gegenüber. Vor allem dir selbst gegenüber. Und dann aber noch als Botschaft für alle die, die im Wochenorakel in die Reisegruppe gehört haben, dass sie Nachrichten bekommen haben, die ein sonderbarer Valentinsgruß waren, ne? Die sie geärgert und aufgeregt und wütend und enttäuscht gemacht haben, wo aber der Ratschlag drauf lag, jetzt sich nicht zurückzuziehen, ne? Sondern da hier mutig einen Schritt auf das Gegenüber zuzugehen. Ne? Und ansonsten sich mutig selbst Ausdruck zu verleihen, ja. Ja, schön. Und dann gucken wir uns mal die einzelnen Themenbereiche an. Ja? Braucht mir nicht umkippen, deswegen.
Sascha. Ihr wollt nicht stehen bleiben, ich muss mal kurz Pause drücken. So, jetzt steht er wieder. Und wir haben Thema Liebe. Ein bisschen näher ran wäre doch noch schön, ne? Ein bisschen näher ran wäre doch noch schön. So. Thema Liebe. Haben wir das Füllhorn? Großes Glück. Ja. Dankbarkeit für alles, was ist. Annahme. Bewusstheit, ne? Für Eigenverantwortung. Ruhe. Vollmond-Orakel, ihr wartet ab, was zu euch fließt. Und in dieser weiblichen Energie, ne? Da kann auch was zu euch fließen. Ja, also Liebe ist nicht das Thema dieses Vollmond-Orakels, aber ich gedanklich immer noch im Vollmond-Orakel bin, ne? Ruhe und Gelassenheit, Ruhe und Erholung. Beruf. Ja, beruflich haben wir dann Thema. Im Beruf wird Gerechtigkeit und Fairness jetzt eine Rolle spielen, ne? Gerechte Entscheidungen. Beruflich. Sich mutig zum Ausdruck bringen. Eigenverantwortlich. Aber gerecht und fair. Darum geht es gerade aktuell. Okay. Finanzen. Finanzen stehen unter einem guten Stern. Also, was die Finanzen betrifft, ist jetzt eine gute Zeit, um Verträge abzuschließen oder Geschäftspartner zu finden. Ja. Warum? Weil ihr eure Eigenverantwortung erkennt, ne? Eigenverantwortung und das Potenzial für den Wachstum, ne? Sehr schön. Familie und Kinder. Ja. Herzlich und harmonisch, gibt es auch nicht so zu sagen. Herzlich und harmonisch. Was ja auch kein Problem ist, wenn ihr eure Liebe zum Ausdruck bringen könnt, ne? An Anascha. Dankbarkeit. Eure Spiritualität. Ja, auch gereift. Erfahrener, bewusster, reifer. So wie es das August-Orakel versprochen hat. Total schön. Eure Lernaufgaben, na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Die wollten wir ja zumindest in der Form erledigt und anerkannt haben, ne? Dass wir im August Entscheidungen treffen konnten, die lange Wege jetzt beendet haben, ne? Karma-Schleifen aufgelöst haben. So. Wow. Ja.
Toll. Schaut. Was die Lernaufgaben betrifft, seid ihr zu hohen Ehren gekommen. Wie? Indem ihr die Eigenverantwortung erkannt habt. Respekt. Ja. Bewusstwerdung, ne? Eine neue Stufe. Reifer, erfahrener. Jawohl. Und davon profitiert Familie und Kinder ebenso wie Liebe. Ja. Beruflich geht's jetzt drum, ne? In der Liebe haben wir ja Ruhe, warten, was zu einem fließt, Erholung, ne? Aber beruflich geht es jetzt halt darum, Entscheidungen zu fällen, ne? Da liegt jetzt ein Hauptaugenmerk drauf. Und da sind jetzt, was die Finanzen betrifft, auch die Möglichkeiten da, gute Verträge abzuschließen, ne? Oder Geschäftspartner zu finden. Also es geht mehr um Beruf und Finanzen jetzt, sich da zu orientieren. Von der Liebe, Ruhe und Erholung. Beruflich weiterkommen, finanziell weiterkommen. Sehr schön. Euer inneres Kind. Da wir haben im Wochenorakel als Hauptenergie, als gemeinsamen Nenner Herz und Seele gehabt, ne? Ist das hier mehr so auf der Verstandesebene alles stattgefunden hat, ne? Also die beiden Bereiche jetzt mal raus. Ihr wisst ja, ne, wenn ihr Wochenorakel geguckt habt und das jetzt durch alle Bewusstheitsebenen sickert, ne? Ein inneres Kind, bin ich ja auch gespannt. Ja. Also ihr braucht Ruhe und Erholung, aber beim inneren Kind hier, das ist noch, ich will nicht streitsüchtig sagen. Doch, will ich sagen. Also euer Kind ist noch reizbar, ja. Deswegen braucht ihr wahrscheinlich auch noch Ruhe und Erholung jetzt, ne? In dem Bereich. Euer inneres Kind ist jedenfalls noch nicht zufriedengestellt. Ja. Eure Ängste. Oh. Da liegen immer noch die finanziellen Ängste, die wir mit der materiellen Verlust von Hab und Gut oder finanziell große Einbußen, die wir mit der Neunerlegung auch gelegt hatten, ne? Ich weiß nicht mehr, für was das war. Ich glaube, das war auch ein Portaltag, ne? Aber die sind noch präsent, ne? Deswegen wahrscheinlich auch hier Hauptthema, ne? Finanzen und Beruf. Aber wir haben ja hier liegen, ne? Dass die finanziellen Ängste, ja, beruflich da jetzt faire und gerechte Entscheidungen getroffen werden können, wenn man mutig ist und sich selbst Ausdruck verleiht, ja, und finanziell jetzt wirklich gute Verträge abgeschlossen und Geschäftspartner gefunden werden können, ja. Dafür darf man sich natürlich nicht seiner Angst hingeben, ne? Sondern muss mutig vorangehen und sich Ausdruck verleihen, ja? Ja,
Also so wie es aussieht, gilt dieser Portaltag dann eher Beruf und Finanzen. Ne? Der Rest ist erstmal auf Eis gelegt. Hier, das innere Kind muss noch besänftigt werden, ist noch streitlustig, ist noch leicht reizbar. Talente. Ah ja. Unehrlichkeit. Also, viele von euch haben diese Entscheidung, diese Bewusstheit, ja, was hier die Lernaufgaben betrifft, ne, was Eigenverantwortung betrifft, was Liebe, Partnerschaften und hier die finanziellen Probleme auf der Arbeit und so weiter und so fort, ja. Da haben sie ihren Wachstum, ihre Erkenntnisse noch nicht in den Ausdruck gebracht. Und deshalb auch die Überschrift, ne? Geh vorwärts und bring dich mutig zum Ausdruck, ja. Weil diese Unehrlichkeit, diese Masken, die ihr da noch im Außen tragt, ne? Die sind noch so gut, dass sie hier als Talent liegen, ja? Also ihr kehrt euer Innerstes noch nicht nach außen. Ihr steht noch nicht für euch und die Erkenntnisse und die Entscheidungen ein. Ja. Hatten wir im Vollmond-Orakel auch bei einem Gegenüber, ne? Auf Gedankenebene. Die Täuschung liegen. Geht bitte mal in euch und überlegt, wo und wem ihr gegenüber da noch ganz talentiert seid, ja? Und spürt mal nach, ob ihr gespiegelt werdet, ja? Denn wir haben ja jetzt was? Die Zeitqualität, ne? Für das Erkennen der Eigenverantwortung. Ne? Ihr Lieben. Und wir lösen auch immer noch Karma auf. Ne? Und die Bewusstheit, die habt ihr erreicht. Hier in Lernaufgaben zu hohen Ehren kommen. Jetzt geht es nur noch darum, die auch mutig zum Ausdruck zu bringen, ja? Darum geht's. Okay. Wie sieht's denn dann mit euren Entscheidungen aus? Die können ja wahrscheinlich auch noch nicht zu 100% euren Selbst entsprechen, ne? Nee, tun sie auch nicht. Also eure Entscheidung, da seid ihr noch sehr nachdenklich und vorsichtig, ja, planend und macht sie immer noch von den Gedanken eines Gegenübers abhängig. Die hatten wir auch im Wochenorakel liegen, ne? Eure Entscheidungen hängen noch von den Gedanken eines anderen ab. Wieder Stichwort Eigenverantwortung. Also es stimmt mal wieder zu 100%, ne? Mit unserer Überschrift hier. Ja, und wieder Wochenorakel, ne? Ihr werdet nur ganz, wenn ihr euren Herzensweg geht. Ihr wisst das, weil die Bewusstheit, die Reife, die Erkenntnis der Lernaufgabe, die ist da. Es hapert nur an Mut, diesen Schritt auch zu gehen, ne? Unabhängig vom Außen. Euch mutig Ausdruck zu verleihen, ja? Daran hapert es noch. Was sagt denn eure Aura dazu?
Ist die auch unentschlossen? Spiegelt sich das wieder? Ja, hier, ne? Eure Entscheidungen sind noch vom Außen abhängig. Und von was? Von den Erwartungen an euch. Mit denen befasst ihr euch noch zu viel. Aber ich nehme auch die Ruhe wahr. Die Ruhe und die Erholungsphase aus dem Vollmond-Orakel. Ihr befasst euch damit, aber auf eine ruhige Art. Ja. Also ihr strahlt in der Aura keine Unruhe aus. Ihr macht euch nur viele Gedanken, ne? Viele Gedanken, wenn ich mich jetzt so zum Ausdruck bringe, wenn ich mich jetzt so nach außen bringe, ja? Was macht das dann mit finanziellen und materiellen Verlusten, ja? Ja, immer noch die Täuschung, ne? Ist es nicht besser, weiter alte Wege zu verfolgen, auch wenn sie unehrlich sind, mir und anderen gegenüber, ja? Was macht es bei einem Gegenüber, wenn ich mich da jetzt mutig zum Ausdruck bringe? Erfülle ich dann noch die Erwartungen von wem anders, ja? Und ist eine Qual für mich, diesen Satz auszusprechen. Ja? So wie ihr doch nicht mehr von anderen erwarten wolltet, dass die eure Erwartungen, dass die dafür dienlich sind, ja, eure Erwartungen zu erfüllen, ja? Das ist doch das, was ihr erkannt habt, was euch weitergebracht habt, ja? So macht euch bitte auch keine Gedanken darüber, ob ihr noch die Erwartungen von wem anders erfüllt. Ihr seid auch nicht dafür da. Ihr seid auch nicht dafür da. Ja. Wir gucken mal, was möchten denn euch eure Ahnen dazu noch mitteilen? Diebstahl. Es kündigt sich ein Verlust an. Das möchten euch eure Ahnen mitteilen. Und zwar der Verlust der Vergangenheit. Der Verlust August-Orakel. Der Verlust alter Lernzyklen. Mut. Sie wollen euch Mut zusprechen. Dass es einen Grund dafür gibt, ja, weshalb ihr diese Entscheidung getroffen habt oder sie treffen wollt, ja. Damit sich Altes, was euch nicht gut getan hat, verändern kann und in den Verlust gehen kann. Brecht zu neuen Horizonten auf. Lasst Altes zurück. Das möchten euch eure Ahnen mitteilen. Das ist ein schöner Abschluss für den Karma-Monat August. Besser hätte ich es nicht sagen können, ihr Lieben. Besser hätte ich es nicht sagen können. Und darum geht's. Und deswegen lasse ich das auch als letztes Wort so stehen. Ja. Und freue mich mit euch auf das September-Orakel. Bin ich wirklich gespannt. Das stelle ich euch Freitag rein, ihr Lieben. Bis dahin.